Sie sehen hier ein Dosenverschließgerät. Früher bei der Heimschlachtung, bei den Bauern, gab es ja nur mehr zwei Möglichkeiten, das Fleisch haltbar zu machen, durch Einsuchen und Selchen oder das Fleisch abkochen und abfüllen dann in Direktgläser. Somit konnte man das Fleisch für lange Zeit haltbar machen. Erst später wurde dann dieses Gerät, dieses Dosenverschließgerät dann erfunden, und zwar das zieht schon zurück auf die napoleonische Zeit. Napoleon führte viele Feldzüge gegen Preußen, gegen Österreich, gegen England, gegen Spanien, und er war auch sogar in Nordafrika, in Ägypten. Und er hatte immer Probleme mit der Verpflegung seiner Truppen. Und ein englischer Entdecker und Finder, der entdeckte, wie gesagt, diese Dosenschließmaschine. Es hat aber den Nachteil, er hat alle diese Dosen mit Blei dicht gemacht. Endfolge war, dass die Armee, die Leute, die Soldaten, dann die Haare und zum Teil auch die Zähne verloren. Erst später fand man dann eine Falzmaschine, und die Konserven ist heute noch ein wichtiger Teil der Lebensmittelindustrie.